sicher. Sie ist Cordula Blüm, hat schon alles gesehen. Sie hat den ganzen Dom zusammen, die Küche und den Gang. Sie hat 6 Kinder daheim und einen verfressenen Mann. Ihr wird noch ganz viel von dem Haufen Geschirr. Sie hat keine Geschirrspülmaschine, jetzt steht sie 3 Stunden beim Spülen, auch wenn sie es nimmer da schnauft. Und ihr der Mokorn gekauft. Jetzt erbricht sie ihr Schweigen, sie hat den Entschluss, sie macht es nimmer lang mit. Sie hat das ganze Geschirr zusammen, das nichts zum Abspülen mehr haben und singt ihr Lobeslied. Cordula spülen, Cordula spülen. Ich mag nicht, wer sagt nicht, wer sagt nicht. Und kauf eine Geschirrspülmaschine. Jetzt wird's schwieriger. Wollt ihr einen Tipp oder ohne Tipp? Da bin ich gespannt. Der Ali war ein braver Bub und kam aus der Türkei. Ausbildung in Bayern in einer Schreinerei. Es macht ihm Spaß, nur eines plagt den Ali sehr. Pünktlich um 9 setzt sich die Belegschaft dann zur Brotzeit hin. Da gibt es Semmeln, da ist ganz dick Leberkäse drin. Am Abend fragt der Ali traurig sein Papa. Warum krieg ich kein Schwein? Nur immer Butterbreze kann doch nicht sein. Wenn Moslems traurig sind, dann liegt es daran. Gesurtes Haxel von einem Schwein, das riecht so fein. Warum krieg ich kein Schwein? Der Franz, der Sepp hauen sich auch morgen immer rein. Kulinarisch möchte ich nicht mehr Muslim sein. Ich möchte lieber Käse warm, kein Ramadan. Liebe Frau, sie nimmt heut so schnell zu. Egal ob Schnitzel von der Sau oder Hackfleisch von der Kuh. Sie sortiert ihren Kleiderschrank nun aus, riecht alles aufs Bett. Die Anni denkt sich so ein Graus, bin ich wirklich schon so fett? Ob der Anni die Zeit noch passt? Ob der Anni die Zeit noch passt? Ob der Anni die Zeit, ob der Anni die Zeit, ob der Anni die Zeit noch passt? Der Anni ist Zeit der Basis. Jetzt gehen wir mal nach Österreich. Da bin ich jetzt gespannt, ob uns das kennt. So bekannt ist nicht in Österreich. Nein. Der Kühlschrank ist leer, die Speise ist alt. Der Heinz. Bitte schön. Kühlschrank ist leer, die Speise ist auf. Der Heinz hätte gern ein Schnitzel in seinem Bauch. Beim Wirt um 6, seine Freunde auch. Da gibt's noch ein Schnaps oder 2. Nach 15 Schnaps, 8 Seidelbier ist der Heinz besoffen und das für. Jetzt kommt mir endlich Schnitzel, die Gesichter strahlen. Doch wo ist bloß der Heinz? Die Bank runtergefallen. Wie heißt die Helene Fischer aus Italien? Eros Ramazzotti! Sehr gut! Es war eine schlimme Situation im Restaurante del Mare. Hey, oh yeah!
Pizza und ihr Scampi. Hey, auf einmal merkst du, wie es gern schlecht wird. Er lauft ganz kassig und spielt ab. Und er kommt sein Bella wieder. Ich glaub, die Scampi, die war alt. Wie heißt die Helene Fischer von Walt Disney? Elsa. Perfekt, wer was. Sehr gut. Also das war ja grandios. Das habe ich noch nie erlebt, dass eine Dame im Publikum das richtige Erfahrung gleich gesagt hat. Ich habe alles schon gehört. Südenzwerge, Rapunzel, Schneeflittchen, alles habe ich gehört, aber auf die Elsa. Na logisch, die Elsa, die Eiskönigin. Jetzt schaut mir nicht so entgeistert an. Ich werde doch die Eiskönigin kennen. Hey, jeder hat von dem Schaf 5 T-Shirts und 3 Bettwäsche daheim und keiner kennt die Elsa. Meine Tochter war auch Elsa-Fan bis vor kurzem, weil die ist 9 Jahre geworden im Dezember. Nicht? Und dann auf einmal hat sie zu mir gesagt, Papa, ich bin jetzt kein Elsa-Fan mehr. Nicht? Das Ding, sag ich, was bist denn dann für ein Fan? Gell? Ja, ich mag jetzt kein Elsa nicht mehr. Weißt du, ich glaube beim Duschen, sag ich, was bist denn dann für ein Fan? Ja, das ist nicht mehr cool. Ja, was bist denn dann für ein Fan? Einhörner. Sag ich, gut, dann gehst bitte zu deiner Mann, weil wenn ich unter der Dusche stehe, unterhalte ich mich nicht mit dir über Einhörner. Ja, und sie hat auch alles gehabt von der Elsa. Sie hat angefangen von Kugelschreiber, Füller, Federmapperl, Bettwisch, T-Shirt, alles hat sie gehabt von dem. Ne? Schaff, aber hab ich dann so eine Puppen bei ihr auch gefunden und da, wenn du auf den Bauch gedrückt hast, das war wie so ein Barbie, dann hat die Titelmusik von der Elsa, von der Eiskönigin gespielt und das hat mich inspiriert. Ich fand, ob sie es kennst. So schön glänzen Fenster, wenn die Sonne drauf scheint, keine Schmieren sind zu sehen. Mein Schwiegermutter macht die super und ich stehe frech daneben. Der heult manchmal, wenn's wieder Stress geben hat mit ihr. Sie kann sich nicht kontrollieren und wird zum Tier. Sie putzt sogar draus Fenster, brennt auch, wenn sie's fast schon mit 2 Stock oben kaut hätt. Doch ich war da, ich hab's von hinten packt, auch wenn ich zögert hab. Lass das los, die Belohnung wäre grenzenlos. Lass das los, doch wär noch Lanz noch weit im Groß. Und dann gibt's bloß Stress und sie wird recht bess. Und ich zieh sie rein, weil wer putzt uns sonst laut Fensterschein? Gehen wir mal nochmal nach Österreich, Austropop, da bin ich jetzt. Ihr kriegt einen musikalischen Tipp. Achtung! Er war 1960 geboren in Wien und geht bis heute ins Fitnessstudio hin. Momentan im Wechsel gerieft zu Rahmen. Er ist viel trainiert, weil er schwitzt nicht so. Gebab, geht nach dem Trainer in die Fitnesscenter, voll was ein. Der Supergott ist sagt, dann ist der Gestank vorbei. Er sieht aus, ich geh aufs Klo, da steht er so eine Dosen. Die spritzt er und dann irgst und wenn sein muss, ein Tosen. Nicht? Ihr könnt es ja nicht lachen, wenn ihr nicht wisst, ob ihr einen Sinn verstanden habt. Weil der Trainer hat nämlich gesagt, der Hamadeus, Hamadeus. Der Hamadeus, Hamadeus. Der Hamadeus, Hamadeus. Verstanden, oder? Jawohl!
Christkind macht, weil ihm der Glühwein sehr behagt. Er schützt sich 6-8 Tassen auf eine Stunde ein. Sein Kopf, der gilt, die Hemmung sinkt, dann sagt er sein Ex, die Julia, und winkt. Sie gibt ihm noch eine Chance und merkt nicht, dass er schon zu war. Bist du starr? Ne? Hallo Julia.